Der Fraueninitiativkreis in Siebigerode hat sich auf die Fahnen geschrieben, im Ort Mehr rund um das Thema Frauen zu organisieren. Pfarrer Dr. Matthias Paul nahm diesen Gedanken sogleich auf und bot den Siebigerödern eine Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Landkreis entstand, an. So kann man seit Sonntag in der kleinen Kirche im Ort die Ausstellung unter dem Titel Frauen der Reformation besuchen. Ein Festgottesdienst mit Propst Dr. Johann Schneider aus Halle und den Musikern Markus Henneböhl und Yusuke Yasuda sollte den feierlichen Auftakt geben. Die Künstlerinnen der Ausstellung waren natürlich auch zugegen. Sie erzählten etwas zu ihren Werken und der Verbindung, die sie zu den Frauen der Reformation haben. So porträtierte Andrea Ackermann Frauen aus ihrem Familienkreis in jenen Positionen, die damals zu Zeiten der Reformation üblich waren. Ausgestellt sind Landschafts- und Stimmungsbilder in Aquarell sowie Porträts in Kohle- und Kreidezeichnungen und Kaltnadelradierungen. Die Künstlerinnen verstehen ihre Werke als eine Hommage an den Mut, die Kraft und den Stolz dieser Frauen in dieser Zeit. Bis zum 26. Juni wird es in Siebigerode Lesungen und Vorträge zum Thema in der Kirche geben.